7 Millionen Hobby-Eisenbahner leben in deutschen Wohnzimmern. Die Spannbreite reicht vom Kindergartenkind bis zum ambitionierten Sammler. Und fragt man einen eingefleischten Modellbahnfan, was ihn an diesen Loks und Waggons so fasziniert, dann antwortet der: Nehmen Sie mal eine in die Hand, betrachten Sie sie eine Weile. Wer dabei nichts empfindet, dem ist einfach nicht zu helfen. Ein Zitat übrigens von unserem heutigen prominenten Studiogast. Wegen seiner ausgefallenen Brillen wird er auch Elton John der Modelleisenbahner genannt. Dr. René Wilfer, Chef von Pico aus Sonneberg, Thüringens traditionsreicher Modellbahnschmiede. Modellbahnromantik pur kommt auf, wenn die Dampfloks rattern, die Salonwagen rumpeln und die supermodernen Züge vorbeirasen. Sie heißen BR01.5 Rico Kohle oder E04DB. Für Eingeweihte ist längst klar, dass es Pico-Bahnen aus Sonneberg sind. Seit 1949 begeistern die originalgetreuen Nachbildungen aus der großen Zeit der Eisenbahnen die Fans in aller Welt. 1991 stand Pico kurz vor dem Aus. Wilfer kaufte die Firma, steckte mehrere Millionen Mark in die Sanierung und begann bald mit der Produktion. Inzwischen beschäftigt der Unternehmer wieder etwa 150 Menschen, die über 1000 verschiedene Modelle herstellen. Pico-Bahnen werden weltweit verkauft, haben sogar Fans in den Vereinigten Staaten und China. Der Chef stammt aus dem benachbarten Franken und kennt die Branche seit Mitte der 80er Jahre, leitete unter anderem eine Firma für Gebäudemodelle. Der bekennende Optimist ist selbst Modellbahnfan, hält sich auch mit Schwimmen und Jogging fit. Heute zu Gast im Studio Dr. René Wilfer. Tja, und das Thema ist wahrscheinlich für viele, viele Fans hochinteressant. Herzlich willkommen noch einmal, denn es gibt viele Faxe. Die legen wir auch zur Seite und werden sie auch dann beantworten. Als erstes habe ich aber die Anweisung, die Brille von Ihnen zu wechseln. Ist ja auch interessant, was Sie noch so zu bieten haben. Die blendet nämlich ein bisschen und man sieht Ihre Augen nicht. Das wollen wir natürlich in die Augen schauen. Gut, obwohl es die neueste ist, werde ich sie vom letzten Jahr aufsetzen und vielleicht kann man dann meine Augen besser sehen. Da kommt schon ein Fax in Frage von einem Zuschauer. Ich gucke gleich mal. Der nämlich fragt, was passiert mit den Brillen, wenn Sie als Werbung Spaß ausgedient haben. Herr Müller, ist das aus Stolberg? Ja, Herr Müller, also ich trage die Brillen auch ab und zu mal zu Hause, und zwar andere, also nicht immer nur die aktuelle, die jeweils im Jahr neu gemacht worden ist, sondern eben auch mal die anderen, wie die jetzt, die ich jetzt auf der Nase habe, oder auch eine andere, die schon sehr alt ist, wenn ich auf Flugreisen gehe. Wie viele gibt es davon mittlerweile? Kann ich Ihnen gar nicht mal so genau sagen, aber schon seit länger als, glaube ich, 10 Jahren mache ich das jetzt schon. Jedes Jahr eine? Okay, dann wissen wir Bescheid. Ja. Es geht weiter mit unserer Schnellfragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Diesmal dreht sich alles um die Eisenbahn, habe ich mir gedacht. Ihre schönste Eisenbahnstrecke in Deutschland? Meine schönste Eisenbahnstrecke, also mich hat als Kind immer die Eisenbahn zwischen Forchheim und Ebermannstadt fasziniert, weil ich aus dem Frankenland komme und da bin ich früher mal als kleines Kind auch mitgefahren mit einer Dampflok und das war also eine ganz tolle Geschichte. Und standen an der Schranke und haben immer gewunken. Ich saß im Zug. Sie saßen drin und andere haben gewunken oder Sie raus, genau. Wie auch immer. Was verstehen Sie unter Eisenbahnromantik? Eisenbahnromantik. Eisenbahnromantik ist, glaube ich, was, wenn man auf einer Eisenbahn mitfährt, vorne eine Dampflok ist, man vom Rauch schwarz wird, dreckig überall und dann durch die Gegend fährt. Das ist ein tolles Gefühl. Ich habe das vor 1 oder 2 Jahren mal wieder in den USA gemacht und das ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn dann der Wind einen ins Gesicht bläst und so. Das ist schön. Das macht Spaß. Bei welcher politischen Entscheidung in Deutschland verstehen Sie nur Bahnhof? Bei welcher politischen Entscheidung? Im Moment ist es, glaube ich, insgesamt sehr schwierig, die Politik zu verstehen. Bei den ganzen Problemen, die wir hier haben, mit der hohen Arbeitslosigkeit und den Konsumenten, die eigentlich nicht so recht kaufen wollen. Ich glaube, dass die Politiker manchmal zu weit weg sind von den Menschen und eigentlich nicht so recht wissen, was die fühlen, dass sie Angst vor der Zukunft haben. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, die einfach die Politik mehr rüberbringen müsste. Man müsste den Menschen mehr Vertrauen in die Zukunft geben. Die Zukunft ist nicht so schlecht, wie viele meinen. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir haben. Und insofern ist Ihre Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Gut, es ist zwar eine Schnellfragerunde, aber okay, vielleicht geht es jetzt schneller. Gut. Welche Dinge im Haushalt erledigen Sie besonders zügig? Frühstück machen. Welches ist Ihr Lieblingseisenbahnlied?
Ich kenne jetzt nur Tuff, die Eisenbahn oder fahr mal wieder mit der Bimmelbahn. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Also das ist schwach. So. Ja, für wenig Musik da. Okay. Welches ist Ihre beste Notlüge bei Verspätungen? Ich habe nicht dran gedacht. Aha, das ist ja... Na gut. Welcher Spruch trifft eher auf Sie zu? Mich wirft nicht so schnell aus der Bahn oder am Ende des Tunnels ist immer ein Licht? Ich glaube, am Ende des Tunnels ist immer ein Licht. Das ist was für mich, weil ich Optimist bin und immer glaube, dass man irgendwo wieder zu besseren Zeiten kommt. Aber im Moment sind die Zeiten so schlecht nicht. Und letzte Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Spielzeugeisenbahn und einer Modelleisenbahn? Ja, also eine Spielzeugeisenbahn ist, glaube ich, eine Eisenbahn, die ein bisschen einfacher gestaltet ist als eine hochwertige Modelleisenbahn. Wir versuchen, die Spielzeugeisenbahn auch so zu machen, dass sie auch von den Modelleisenbahnern geliebt wird, wie unsere neuen Lokomotiven im Hobbybereich Taurus BR 189, 185. Ja, kommen wir doch zu Ihren Fragen und da ist schon der Nächste am Telefon. Hallo, guten Tag. Ja, ich denke, dass ich jetzt an der Reihe bin. Mein Name ist Wilke. Hallo. Ja, ich begrüße erstmal das ganze MDR-Team und natürlich auch den Herrn Dr. Wilfer. Freut mich. Herr Dr. Wilfer, ich war selbst als Kind Jugendlicher Modelleisenbahner und habe damals Schienen selbst gebaut und Waggons selbst gebaut. Unter anderem auch eine kleine KÖ. Sagt Ihnen das was? Eine kleine was bitte? KÖ oder es wird verschieden ausgesprochen. Kö. Ja, sagt mir was. Ja, das war damals nur möglich, indem man einen geschlossenen Güterwagen als Triebfahrzeug genutzt hat, weil es gar keine kleinen Motoren gab. So in 50er Jahren war das. Ja. Ich hätte also auch gerne schon die Zuschauerfrage beantwortet, bin aber da nicht durchgekommen. Sie leben mit Humor, Gott sei Dank. Ich wusste das 1949 aus eigener Erfahrung. Da war ich zwar noch Kind, 10 Jahre später habe ich Modelleisenbahnert. So, und nun hätte ich die Frage, wissen Sie eigentlich, was Pico heißt? Ja, klar. Eventuell kann ich es Ihnen auch beantworten, oder könnte. Naja, natürlich weiß ich das, was Pico heißen soll. Es gibt ja da unterschiedliche Geschichten drüber. Aber ich glaube, dass Pico sowas wie Pionierkonstruktion heißt. Das ist richtig. Also danke. Diese Antwort kriege ich jetzt auch ein Set von Ihnen. Kriege ich jetzt auch ein Startset geschenkt. Schade, ich habe keine Modelleisenbahn mehr. Ich bin schon knapp am Rentenalter. Aber jetzt haben Sie wieder eine. Sie haben wahrscheinlich den Anfang der Sendung nicht gesehen. Jeder, der bei uns ankommt, beziehungsweise noch 2 weitere Anrufer, bekommen so ein Starter-Set von Pico. Da haben Sie jetzt wieder eine Eisenbahn zu Hause. Da freue ich mich aber. Viel Spaß dabei. Da kommen dann alte Erinnerungen wieder hoch dann. Eine letzte Frage. Sie haben gesagt, Sie hätten jetzt ein neues A-Gleis, also Schienen. Worin besteht der Unterschied? Und zum Beispiel gibt es noch solche Bastelsets. Ich habe damals zum Beispiel ein Holzbrett gehabt im Profil eines Bahndammes oder Schotterbettes. Darauf wurde ein Gleisband gelegt, also Schwellenband. Und darauf wurde ein Schienenprofil genagelt. Und gibt es erstens sowas und zweitens, wo ist die Neuigkeit im A-Gleis? Also das Pico A-Gleis zeichnet sich dadurch aus, dass es also eine sehr schlanke Profile hat, dass es eine ganz tolle Geometrie hat, dass es erst vor 4 Jahren entwickelt worden ist auf hochleistungsfähigen CAD-Anlagen. Das heißt, dass es also sehr passgenau ist. Und selbstverständlich können Sie das Pico A-Gleis auch auf ein Brett nageln, es dann einschottern und eigentlich alles damit machen. Und wenn Sie also alte Gleise haben, haben wir natürlich auch sogenannte Übergangsgleise, wo Sie also das alte Pico-Hohlprofil mit dem neuen Pico-A-Gleis verbinden können. So, jetzt haben wir's. Dankeschön für Ihren Anruf und einen schönen Nachmittag noch. Und weil wir hier so am Fachsimpeln sind, liebe Zuschauer und alle, die bloß mal so reingucken und gar nicht so die großen Eisenbahnfans sind, für die machen wir jetzt eine kleine Pause und gucken uns Herrn Eberhard Bockel an mit seinen 13 Zwergflügeldamen. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus mit Haustieren? Kein Hund, wir haben eine Katze. Aha, na gut, das sehr schön. Sich nicht. Sie kann rein und raus, immer, wann sie will. Wird ihr nichts vorgeschrieben, macht die Katze glücklich. Und die wird auch nicht so verhätschelt, sondern die kriegt ihr Fressen und ein bisschen Streicheleinheiten. Und Streicheleinheiten braucht sie schon. Kinder haben sie aber nicht. Leider bei Eisenbahnen nicht, würde sich das ja anbieten, gleich die Modelle ausprobieren, ob sie ankommen.
Wie ist das bei Kindern? Wann sollte man eigentlich anfangen, die an die Eisenbahn ranzuführen, so jung? Also bei der H0-Eisenbahn würde ich sagen, so 8, 9 Jahre, je nachdem, wie die Motorik bei den Kindern ausgeprägt ist, weil das Zusammenstecken der Schienen ist also für kleinere Kinder 5, 6 Jahre doch mal ein bisschen problematisch. Also die schmeißen die ja dann die Kleinen auch mal so ja, gut, das passiert halt mal, ne? Das ist ja nicht weiter schlimm. Wie war denn das bei Ihnen als Kind? Wie sind Sie dann an Ihre erste Bahn gekommen? Ja, als Kind habe ich natürlich auch eine Modelleisenbahn gehabt und wir haben was Fürchterliches gemacht, das darf man natürlich niemandem erzählen. Wir haben also im Keller haben wir Eisenbahnen aufgebaut und so einen Berg gemacht und da vorne als Sprungschanze und dann haben wir die Wagen runterfahren lassen und derjenige, der am weitesten geflogen ist, hat gewonnen. Und der Wagen, der am längsten gehalten hat, dann wahrscheinlich auch? Gehalten haben die schon. Okay. Ja, der Nächste bitte, hallo, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Hartmann aus Weimar. Guten Tag, Frau Rus, guten hallo. Tag, Herr Dr. Wilfer. Meine Frage ist jetzt schon fast durch die Frau Rus beantwortet worden. Ich habe vor circa ein Jahr von Pico ein PCE und ein 5er Gebäudesatz bei Lidl erstanden und habe gedacht, für unser Enkelkind, was im Moment 3 Jahre ist, ist das ein Anfang für die Großeltern zum Aufbauen. Jetzt hätte ich gern gewusst, aber Sie haben schon gesagt, ab 6, 7 Jahre ist es erst sinnvoll, ab dem Schulalter diese Anlage aufzubauen. Wie groß sollte ungefähr so eine Platte sein, auf die man diese Eisenbahn baut und wie viel Startersets oder wie viel Sets ist es sinnvoll aufzubauen, um das im Rahmen einer Neubauwohnung aufbauen zu können? Sie kennen die Maße einer Neubauwohnung. Zunächst mal tut es mir natürlich leid, dass das mit dem 3-jährigen Kind nichts geworden ist, aber bauen Sie einfach die Eisenbahn für das Kind auf und lassen Sie spielen damit. Das hat sicherlich Spaß. Jetzt zu Ihrer Frage, wie groß die Eisenbahn sein sollte. Also die Tiefe eines solchen Brettes sollte so mindestens 1,20 Meter sein, Länge vielleicht ungefähr 1,90 Meter oder 2 Meter. Das steht aber auch sogar auf der Packung drauf oder Sie können auch im Internet nachschauen unter www.pico.de. Das sind also entsprechende Informationen vorhanden, aus denen Sie dann entnehmen können, wie groß so ein Brett sein sollte. Mhm. Dankeschön. Dankeschön für Ihren Anruf. Und auch Sie bekommen so ein Starter-Set. Ich bedanke mich recht herzlich. Noch dazu, viel obwohl Spaß. Das Kind noch und ein bisschen weiterhin warten muss. Viel Erfolg bei Pico. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. So, machen wir noch weiter mit den Faxen. Hier fragt Familie Dennewitz aus Gotha, ob es denn ihre Modelleisenbahnen auch irgendwo zu bewundern gibt. Also vielleicht gibt es ein Museum, wo sie ausgestellt sind oder bei ihnen in der Produktion. Ja, also einmal gibt es ein Museum in Sonneberg, das Spielzeugmuseum, was sehr interessant ist. Da ist auch eine alte Anlage von Pico zu sehen. Und wir haben auch in der Firma, kleinere Ausstellungsräume, wo Sie also die einzelnen Produkte sich anschauen können. Und die Öffnungszeiten bei uns in der Firma sind die ganz normalen Geschäftszeiten von 8 bis 17 Uhr bis auf Freitag, wo man also mal vorbeikommen kann und sich was anschauen kann. Mhm. Wie sieht denn das eigentlich bei Ihnen zu Hause aus? Haben Sie da auch eine große Eisenbahnplatte und dann dreht sich da und was? Nein, haben wir nicht zu Hause. Aber ich habe ein paar Modelle durchaus zu Hause und ich stelle sie ab und zu mal auch bei mir auf dem Schreibtisch und schaue sie mir an. Also das mit dem Fahren machen wir dann in der Firma. Aha, das ist ein super Job, glaube ich, den Sie haben. Den neiden Sie wahrscheinlich macht durchaus, darum. Macht durchaus Spaß. Können wir noch ein bisschen weitermachen? Klaus Herde, Brand Erbesdorf, lobt Sie für Ihr Wagnis im TT-Bereich. Hier vorne die kleine Lok ist auch im TT-Bereich. Das war das neue Modell, was wir vorhin schon mal vorgestellt haben. Haben wir noch mal im Größenvergleich. Und möchte noch ein bisschen mehr wissen darauf, wo Sie sich besonders spezialisiert haben. Und er schreibt, da ich in Epoche 4 eine TT-Anlage aufbaue und betreibe, hoffe ich natürlich besonders auf Modelle, die in dieser Epoche angesehen sind. Also im Prinzip, was gibt es Neues, was gibt es noch mehr? Die TTler, ich muss natürlich sagen, wir kennen den TT-Markt überhaupt nicht. Wir sind H0er. Wir haben noch nie was in TT gemacht. In der ganzen Geschichte von Pico gab es also noch nie ein TT-Modell. Das ist das erste Modell, was wir gemacht haben. Wir haben den Taurus genommen, weil der Taurus ein sehr, sehr erfolgreiches Modell im Bereich Pico Hobby war. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie sich das verkaufen lässt. Steht nicht richtig drauf hier. Müssen wir einfach mal schauen, wie sich das verkaufen lässt. Ist eine schöne Größe. Also mir hat eigentlich TT schon immer gefallen. Das ist mal das erste Modell und ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wie das sein wird, was wir in Zukunft machen. Jetzt machen wir erst einmal das fertig. Wir werden das ungefähr Ende Mai, Anfang Juni ausliefern. Dann schauen wir mal, wie es verkauft wird
Und dann gucken wir mal weiter. Wie viele Modelle gibt es denn so insgesamt? Also man hat gar keine Übersicht so richtig an Waggons, an Loks? Ja, wir haben glaube ich im Moment im Lieferprogramm so circa 1100 Modelle. Mhm. Jedes Jahr ungefähr 200 Neuheiten, dann fliegen wieder welche raus. Wie viele Loks das jetzt im Einzelnen sind, kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Ich würde mal schätzen, so 150, 200 verschiedene Modelle Loks. Dann ein paar hundert Wagen, Güterwagen, Personenwagen. Insgesamt sind es also 1100, habe ich mal nachgeschaut, weil sowas wird ja relativ häufig gefragt und das weiß ich dann immer nicht. Und da gibt es bestimmt riesige Kataloge, die man dann wälzen muss als Fan, um sich das Richtige rauszusuchen. Wie Sie immer auf die neuen Ideen kommen und alles sowas, das will ich nachher noch wissen. Sie bleiben ja noch bei uns. Jetzt schauen wir nochmal auf unsere Reihe Fit und Fesh und auf das Thema, was wir heute haben. Wir sind wieder zurück im Studio. Bei uns zu Gast heute ist Dr. René Wilfer. Ein Thema, wo man erstmal nachdenklich wird, die NPD, gerade auch hier in Sachsen, ist die braune Gewalt ja ziemlich stark im Kommen, in Anführungsstrichen. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie das, die Entwicklung hier bei uns? Ich finde das natürlich nicht so gut, dass also gerade die Rechtsextremen wieder Zuwachs haben. Das ist natürlich verständlich, hohe Arbeitslosigkeit, gerade bei den jungen Leuten, da gibt es immer so Tendenzen, die in das rechte Milieu gehen. Und ich finde, da muss man einfach mit sehr viel Information versuchen, die jungen Menschen zu überzeugen, dass das keine Opposition sein kann. Wir haben, glaube ich, in Deutschland genügend Möglichkeiten, Opposition zu betreiben, auch seine Meinung zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass der rechtsextreme Bereich hier der Bereich sein sollte, über den junge Leute ihre Interessen orientieren sollten. Mhm. Das vergisst ein bisschen die Vergangenheit in Deutschland. Und ich meine, ich glaube durchaus, dass man auf Deutschland auch stolz sein kann. Aber man sollte auch gleichzeitig eben daran denken, was vor 45 gelaufen ist. Und das scheint gerade bei den Rechtsextremen doch etwas ins Hintertreffen zu geraten. Mhm. Und um Informationen geht es ja auf den Jahren zurück. Deshalb sein Buch jetzt heute in Dresden vorgestellt. Hallo, wer ist jetzt am Telefon? Ja, schönen guten Tag. Wilke ist mein Name und ich rufe aus Thüringen an. Hallo. Grüße Sie beide. Und habe an den Studiogast eine Frage. Ich muss nochmal auf die coolen Brillen zurückkommen. Mhm. Wer entwirft und designt sie und wer baut sie auch? Die Frage war, wer die einzelnen Modelle entwirft und wer sie baut. Die Brillen. Ach, die Brillen, Entschuldigung, ich habe das akustisch nicht verstanden. Ich frage dann das andere nochmal. Die Brillen werden von einem Freund von mir, der ist Meister, Goldschmiedemeister, der entwirft die Brillen zusammen mit mir. Wir haben dann Ideen, wie zum Beispiel Pico Artgleis hat dann diese Brille entwerfen lassen oder als Ergebnis gehabt, die Frau Hoss vorhin aufhatte, die mit den Gleisen und den Schwellen. Und der Goldschmiedemeister machte den Entwurf, macht dann auch das Metall und ich habe dann einen Optiker in Nürnberg, der also das Gestell macht, der also unter anderem eben auch Gestelle für große Marken wie Christian Dior und solche Leute entwickelt und der hat eine Einzelfertigung und da werden diese Brillen dann eben auch wieder in Zusammenarbeit, wir drei machen die zusammen sozusagen. Ich merke schon heute Nachmittag, also Ihre Brillen sind genauso gut im Gespräch wie die Modellbahn. Hm? Ist doch schön. Ich finde die genial, die Brillen. Also kann man die auch käuflich erwerben irgendwo? Ja, die kann man nicht käuflich erwerben. Nein, also das wenn ist es mit unikal. Der Bahn nicht mehr so klappt, dann setzen Sie um auf Brillen. Das läuft dann auf jeden Fall als zweites Standbein. Dankeschön. Dankeschön. Bedanke mich auch. Dankeschön. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen noch. Danke. Kommen wir doch mal, ja, Sie bekommen, glaube ich, auch noch unser Starter-Set. Ich glaube, das ist dann das letzte für heute, was wir geben können. Aber haben wir, glaube ich, in gute Hände weitergegeben. Ich glaube, die Leute freuen sich. Ja, das denke ich auch. Kommen wir mal auf die Modelle, die Sie so entwerfen oder entwerfen lassen in Ihrer Firma, wenn es um die Modellbahn geht. Wie lange dauert so ein Prozess und woher kommen die Ideen? Sie haben vorhin gesagt, 1100 Modelle gibt es bereits, da kann man dann nicht immer wieder neue Sachen erfinden oder eben doch? Ja, also die Modelle erfinden wir in dem Sinne nicht, sondern die Modelle orientieren sich ja sehr stark an den Vorbilden oder ausschließlich an den Vorbilden, wenn wir von einer Modelleisenbahn sprechen. Und wir kriegen eine ganze Reihe von Vorschlägen natürlich von unseren Kunden, die uns immer wieder sagen, wir hatten ja auch vorhin einen Anrufer, der gesagt hat, da wäre doch irgendein Modell, was wir also jetzt machen könnten und wann es denn das gäbe und so. Diese Sachen greifen wir auf, diskutieren, wir prüfen in der Firma, ob das machbar ist, ob die Kosten auch im Rahmen dessen steht, was man damit erzielen kann. Ich meine, so eine Lokomotive, wenn wir eine Dampflokomotive zum Beispiel entwickeln, dann kostet so eine Lokomotive, die Sie jetzt gerade im Bild sehen, ungefähr 600
650.000 bis 700.000 Euro in der Entwicklung, um dieses Modell dann auf die Gleise zu stellen. Wagen liegen bei 150.000 bis 200.000. Und da muss man sich natürlich schon genau überlegen, was für ein Modell man denn macht. Nämlich das muss man ja hinterher auch dann verkaufen können in der entsprechenden Stückzahl. Mhm. Gut, das ist die Entwicklung. Dafür habe ich Mitarbeiter bei mir im Haus. Wir haben entsprechende Entwickler. Wir haben auch einen Formenbau. Wir setzen auch externe Formenbau ein. Und produziert wird dann das Modell bei uns in Sonneberg in der Firma. Mhm. Spritzgussmaschinen, Tampondruckmaschinen, Farbspritzerei, Montage. Und dann geht's raus. Ich denke mir aber auch, dass da sehr, sehr viel Handarbeit dran ist, oder? Ist das alles sehr viel Handarbeit, also gerade bei Dampfloks, wie da drüben eine fährt, ist sehr viel Handarbeit. Die ganzen Leitungen müssen alle eingesetzt werden, das Getriebe muss gemacht werden. Es sind nicht so große Stückzahlen, dass man das also alles voll automatisieren kann. Und von daher haben wir also eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen, die also gerade in der Montage auch tätig sind. Nun haben Sie einen Beruf, der gleichzeitig Ihr Hobby ist und umgekehrt. Wie reagiert dann Ihre Frau darauf? Meine Frau unterstützt mich also sehr. Sie ist auch in der Firma, sie ist auch Geschäftsführerin in der Firma. Und wir sprechen eigentlich sämtliche Strategien und strategische Entscheidungen eigentlich ab, reden über viele Dinge und glaube ich, sind dadurch auch erfolgreich, dass wir eben sehr viel reflektieren. Ich denke, wir haben heute Nachmittag eine ganze Menge erfahren über Ihre Firma, über den starken Osten in Sonneberg und viel, viel über die Eisenbahn. Ich habe auch sehr viel dazugelernt. Ich wünsche Ihnen toll, toll, toll weiter für Ihre Arbeit. Ich möchte die Zuschauer an ein Datum erinnern. 18. Juni 2005 ist Tag der offenen Tür bei Ihnen. Wenn Sie immer noch Fragen haben, was hier offen geblieben ist, aber ich denke, die Fans, die werden das sicherlich annehmen. Ich sage Dankeschön, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir machen auch gleich weiter mit Rad aufs Tag. Schnäppchenjäger, aufgepasst. Hier ab 4 hat wieder mal ganz tolle Sachen zu kleinen Preisen für Sie aufgespürt. Leichtes Spiel. Warum knacken Ganoven Wohnungen im Handumdrehen? Ein Ex-Dieb sagt, warum? Liebe Zuschauer, ich habe jetzt so viel verschenkt heute Nachmittag, dass ich glatt vergessen habe, unseren Gast heute zu beschenken. Natürlich bekommt auch er unseren Firlefanz, unser Maskottchen. So eine große Eisenbahn gibt es ja noch nicht. Das ist ja richtig, richtig, richtig schön. Er wirkt ein bisschen überlebensgroß in Ihrer Modellbahnanlage. Oder Sie kriegen noch einen kleinen Restaurantführer, wo es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am besten schmeckt. Die sehr gerne essen. Herzlichen Dank. Und ich darf Ihnen sozusagen auch als Dankeschön für die Einladung den Pico-Jahreswagen überreichen. Vielleicht passt er bei Ihnen ja auch irgendwo auf dem Schreibtisch und macht Ihnen Freude. Okay, herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön, aber nochmal Dr. René Wilfer. Liebe Zuschauer, auch wenn man es noch nicht glauben kann, der Frühling kommt und mit ihm der Frühjahrsputz. Über den Winter hat sich oft hartnäckiger Schmutz angesammelt, also ran an die Putzmittel. Sehr beliebt ist das Scheuern.